Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir von einem Printable, von einer Druckvorlage, diese Karte basteln. Und ja, ich zeige dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Bevor ich das tue, abonniere bitte unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und klicke auf den Like-Button. Bevor wir loslegen können, benötigst du natürlich einmal die Druckvorlage. Die findest du in einem Link unter dem Video und die druckst du bitte auf einem relativ hochwertigen Papier aus, sprich mehr als 80 Gramm, also normales Druckerpapier sollte es schon haben. Außerdem wollte ich dir einmal sagen, dass ich diese Elemente und Paper aus dem Kit Sunshine Ahead habe. Wenn du also andere Paper benutzen willst, in dem Kit findest du ganz viele weitere. Und zu guter Letzt benötigen wir noch eine Schere, einen Klebestift und natürlich die 3D-Klebepads, um unsere Karte zu erstellen. Ja, sobald du die Materialien zusammen hast, kann es auch schon losgehen. Zunächst einmal faltest du das Hintergrundpapier einfach in der Mitte. Ich habe das jetzt einfach mal so kurz so angerissen hier und dann nehme ich den Papierfalter hier zum, ja, als Hilfe sozusagen, diese Schneidemaschine, damit kann man auch falzen. Aber das brauchst du natürlich nicht, du kannst es auch per Hand machen, wenn du nicht zufällig so ein Gerät zu Hause hast. Aber du siehst, damit kann man es eben schön gerade falten. Ja, und dann geht es auch schon weiter. Ich schneide einmal die Elemente aus. Also ich fange mit den wichtigsten Elementen an und während ich die ausschneide, lasse ich einen weißen Rand um das Element herum. Warum? Naja, wenn ich es nicht tue, könnten einige Elemente sehr, sehr friemelig werden. Und deswegen möchte ich das vermeiden, indem ich das Ganze ja wie so einen Sticker ausschneide, ne? Dass ein weißer Rand da drumherum ist. Und auf diese Weise, ja, hat das dann hinterher natürlich einen anderen Look. Aber ich kann auch sicherstellen, dass ich das vernünftig ausgeschnitten bekomme. Du kannst natürlich auch anders versuchen, aber das könnte sehr, ja, sehr friemelig werden, ne? Also, sobald mein Bär ausgeschnitten ist, muss natürlich auch noch der Ast her, weil ich möchte den Bär vor den Ast setzen. Ich habe mir angewöhnt, dass wenn ich etwas mit Klebe einreibe, einfach ein Papier darunter lege. Auf diese Weise muss ich nicht so fürchterlich vorsichtig sein und naja, es hat auch den Vorteil, dass ich nicht so viel rumschmiere. Jetzt im nächsten Schritt kommen auf den Bären hinten drauf viele kleine 3D-Klebepads. Ich mache immer ein paar mehr, damit das Ganze auch schön hält und vor allen Dingen nicht einfach nur in der Mitte ein Punkt ist und das Ganze dann ja ein bisschen wackelig wirkt, ne? Deswegen lieber ein paar mehr nehmen und dann kann es auch schon weitergehen. Jetzt kommen erst einmal die Gräser, auch hier wieder. Du kannst natürlich sehr, sehr nah an den Gräsern ausschneiden. Du kannst aber auch ein bisschen weiter weggehen. Das bleibt dir überlassen. Das Schöne ist, du kannst diese Vorlage natürlich so oft ausdrucken, wie du magst. Das heißt, wenn du für eine Karte gar keinen Bären möchtest oder lieber zwei, bleibt dir das überlassen und du kannst es natürlich auch machen. Oder vielleicht möchtest du auch zwei Schnecken reinsetzen, auch das bleibt dir überlassen. Dann druck einfach das Ganze zweimal aus und schon hast du mehrere Elemente. Du kannst deine Karte auch ganz anders gestalten, du kannst andere Elemente hervorheben, sprich mit 3D-Pads versehen. Also die Möglichkeiten sind da wirklich, naja, vielleicht nicht unendlich, aber schon ziemlich groß. Außerdem, wenn du dir das Kit dazu holst, ja, dann hast du noch sehr viel mehr Möglichkeiten, das zu gestalten und immer wieder neue Grußkarten zu machen. Also im Prinzip aus einem Kit kann man unendlich viele Grußkarten erstellen. Dann musst du natürlich aber immer gucken, dass du es hinbekommst, dass die, diese Druckervorlagen erstmal erstellt wird. Und dafür brauchst du ein Grafikprogramm. Also ist vielleicht eine etwas größere Herausforderung, wenn du nicht so computersicher bist.
und dann hast du auch deine Grußkarte schon fertiggestellt. Du siehst, das ist eine ganz kleine, schnelle Bastelei, die du aber auch sehr gut mit deinen Kindern durchführen kannst, weil wenn dies nicht ganz so friemelig auszuschneiden ist, dann sollte auch das für die Kinderhände kein Problem sein. Ja, ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich darauf, dich im nächsten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!